Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der Groß Mordorf. Oh, wir dreschen jetzt hier mal weiter. Gucken, wie weit wir heute, also es in der ersten Folge, schaffen. Ah, ich habe ja schon einen Plan, wie wir das machen. Wir gehen jetzt doch erstmal in die Richtung, dass wir die Insel komplett fertig machen können. Wenn wir die nochmal anfangen müssen. Was haben wir? Aber da machen wir jetzt keinen großen Staatsakt draus. Oh. So, das heißt, die Takten müssten wir auch bald, aber das werde ich dann mal, ja, in der zweiten Folge, vor der zweiten Folge machen. Das dürfte für die Folge noch reichen. So, wenn ihr die Folge seht, schlaf ich, denke ich mal, also wenn, also da wo sie rauskommt, auf alle Fälle. Ja, jetzt 15 Uhr holt mich ja heute keiner aus dem Bette. So, Dienstag. Ich mache gleich mal eine Stream-Ankündigung für den Dienstag. Ab, ja. Wann weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle kommt auf alle Fälle am Dienstag ein Stream. Wie lange der geht, weiß ich auch nicht. Also, ich plane im Kopf so 6 Stunden. Aber, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob es nur 6 Stunden werden. Auf alle Fälle in 6 Stunden. Stream, ja, wenn die Lust da ist, könnte es auch ein 12-Stunden Stream werden, oder ein 10-Stunden Stream, also maximal 12. Da habe ich ja mein einjähriges Jubiläum auf Twitch. Oh, jetzt kommen wir schon an der Fettinsel vorbei. Das ist doch supi. Machen wir die nämlich gleich hier auch oben gleich so weit fertig. Ahem.
So. Was fleißig hier weiter am Dreschen. Wie ich das jetzt hier, da werde ich mich mal am Montag auf alle Fälle dran setzen müssen, bezüglich ja, dass ich das hier fertig mache. Weil ich glaube, euch hier das noch mehr, ja, das wäre sinnlos. Also, heute die zweite Folge, seht auf alle Fälle noch im Dreschkasten. Aber danach, ja. Ich müsste mich eigentlich heute noch hinsetzen für euch, die Montagsfolge machen. Vielleicht wird die auch noch mit dem Dreschen passieren. Aber dann hört's uff. Da kann dann nicht mehr so viel übrig sein. Ja, Montag wird bei mir, ja, halt Aufnahmetag werden. Deswegen wird Montag, denke ich mal, kein Stream kommen. Ich kann sein. Muss nicht sein, aber auf alle Fälle Dienstag einer. Ja. Montag, ja, müssen heute noch mit Matze Aufnahmen für Nostalgie und so machen. Das ist relativ wichtig. Da würde ich halt gerne schon mal, ja, mindestens zwei machen, dass wir Mittwoch, ja, also für beide Projekte zwei machen natürlich. Wenn wir jetzt fertig machen und dann noch mal zwei machen, wäre auch nicht, wäre auch entspannt. Aber ab. Aber zum Glück. Montag wird auch mal ein bisschen stressig, da komme ich auch spät ins Bett. Und dann kriege ich Montag mein neues Auto. Das heißt, ich ja, habe genug zu tun. Und dann sehen wir am Montag halt beide nochmal Dresch-Folgen. Ja, ich schaff's heute auf alle Fälle nicht, das viel fertig zu kriegen. Weil ich muss noch dran denken, dass ich heute Nacht arbeiten muss. Das heißt, ich muss hier ab allerspätestens um 20 Uhr los, damit ich dann auf Arbeit komme. Ja, es ist Sonntag. Ich bin gerade von Arbeit. Es ist 6.24 Uhr. Für euch brandaktuell die Folge hier auf. So. Später geht's kaum. Für mich jedenfalls. Die Augen fallen bald zu, deswegen mache ich auch jetzt so eine Folge. Das heißt, 16 Uhr Folge, die wird dann ja, relativ kurz vor knapp davor gedreht. Aufgenommen. Ich muss jetzt noch die restlichen Folgen aufnehmen, hochladen. Die muss ich danach auch noch machen. Also die Nostalgie und die Saskatchewan-Folgen muss ich hochladen. Und kann sogar sein, dass die Landersuppen noch hochladen muss. Das muss ich noch gucken. Aber das ist ein geringstes Übel. Ich brauche die nur hochladen, beschriften. Ja, ich weiß,
Weiß, ich muss mir ein bisschen mehr einfallen lassen, zwecks Titelbeschreibung. Ja. Das ist so ein richtiger Schwachpunkt von mir. Aber gut, so ist es halt. Oh, wir kriegen das schon hin. Das habe ich am Freitag tatsächlich nicht mehr geschafft und am Samstag war ich nicht zu Hause. Da war ich bei meinen besten Freunden. Hundeshütter spielen. Naja, gut. Ich habe die meiste Zeit geschlafen. Und dann, wo ich wach war, habe ich mit den Hunden gekuschelt. Ach ja. Und danach sollte es bei mir so privat ruhiger werden. Ich hatte irgendwie die Woche richtig Stress und ja, keine Ahnung, ich kann euch nicht mehr sagen, warum. Also ja, ich habe immer zu tun gehabt. Aber viel geworden ist die Woche trotzdem nicht. Das ist das Komische. Ja, das ist das Problem. Da, wo man was erledigen kann, ich hatte geschlafen, ne? Ich hatte ja außer Montag die ganze Woche Nachtschicht, Mutter hatte Spätschicht gehabt. Aber Spätschicht ist auch so eine blöde Schicht. Man kann nichts schaffen. Ja. Wenn man um 12 los muss auf Arbeit, ach, da wird nicht viel. Kann ich dazu nur sagen. Huch, wir haben die 100% erreicht. So. Laden wir mal ab.
danach können wir erstmal hier abfahren. Machen wir erstmal den Motor aus hier. Sprit ist ein bisschen eng. Ich glaube, danach sind auch die Abfahrer erstmal so weit voll, dass ich den auch erstmal abfahren kann. Ja, sorry, wenn es hier gerade nebenbei grad Geräusche gab. Ich muss mein Getränk schütteln. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe ne gut. Hier passt auch was rein, da hinten passt auch noch was rein. Aber ich glaube 50%, das ist mir jetzt nichts. Wir werden jetzt doch mal den Steier nochmal V-Rohr rausholen und dann tanken. So, Vollgas ist, da geht nicht. So kann es ja nicht, mit 15% braucht man hier nicht weitermachen, großartig. Gut, das ist voll. So, dann Attacke. Jetzt weiter. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon im Lager? Oh, so viel Weizen wird es wahrscheinlich nicht. Dafür ist das Feld hier zu schlecht. Aber trotzdem wird es eine relativ gute Ernte, denke ich mal. Oh, ich denke mal, da werden wir in der nächsten Folge dann heute Nachmittag auf alle Fälle einmal abtanken fahren müssen. Dann werden wir hier nicht ganz so weit kommen, aber gut. Haben wir auch ein bisschen Einbuße gehabt, aber okay. C'est la vie. Oh, warum hat er das jetzt so? Hä? Ich hatte doch GPS aktiviert.
muss ich ja was versehen wieder deaktiviert haben. Naja, gut, passiert. Passiert. Oh. Wir haben auf alle Fälle noch reichlich zu tun. Aber so soll es ja auch sein, ne? Wir wollen ja hier nicht in 2 Minuten fertig sein mit Efeld. So, so. Haben wir alles. Oh, schon 600 Kilo. Ah, das ist noch ist nicht gegen die Landersum, ne? Das muss man mal dazu sagen. Aber gut. Aber auch schon dafür 400, hat schon mal. Das ist nur für 50 Hektar. Und nicht viel. Aber gut, so ist das. Gleich nochmal dazu gesagt, ab morgen sind es dann wieder, es ist dann wieder die normale Folgenlänge. Ich habe das nur fürs Wochenende gemacht als Special. Ich weiß, habe ich nie dazu geschrieben. Grund. Ja. Eigentlich bekannt. Habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt in der Folge, dass ich die Woche ganz schön Stress hatte. Ja, eigentlich sollte ich das, soll ich ja das nicht an euch, will ich das nicht an euch auslassen. Ich soll, will, ist ein besseres Wort. Ja, aber es ist ja nur in dem Sinne die Titelbeschreibung, die Blödsinn war hier drinne. Hoffe ich doch, dass ich mir das nicht so anmerken lassen habe. Wenn nicht, wenn doch, dann tut es mir leid, entschuldige mich. Oh. Heute die 50, ne? Ja. Sind das jetzt eigentlich mittlerweile auch 46 schon? Na ja, gut, dann werde ich so gegen 7, 7.15 Uhr im Bett sein. Und dann werden gleich die Eiglein zugehen und weg bin ich. Ich bin doch ganz schön müdchen, aber gut. Also.
Ja, ich bin zwar noch so wach, dass es das hier kein Thema ist, aber ich merke halt, ja, ich kann sofort auch wieder einschlafen. So müde, dass ich jetzt hier im Sitzen schon einschlafen kann. Einschlafe fast ist es nicht. So, wird ein Schuh draus. Oh, jetzt wird's ja peu à peu mal mehr. Oh, wer war. Ja, was wollte ich denn jetzt? Ach, dann war sie. Kann sich wichtig gewesen sein. Ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ach, Mann. Diese Vergesslichkeit manchmal. Ja, 80%. Wie lassen Sie jetzt? Ey, das sind die gleichen Preise wie in. Wie in andersrum. Ist ja auch mies. Das sind wirklich die gleichen Preise. Ach Mann, naja, gut. Gibt's Schlimmeres. Oh, werden wir noch mal einen vollen Dreschkasten erleben in der Folge? Scheint so. Ah, wird enge. Wird eng, aber könnte. Könnte klappen, muss aber nicht. Doch, wir machen so lange, bis voll ist. Fehlt ja nicht mehr viel. In der Bahn wird es, denke ich mal, nicht mehr, aber in der nächsten gleich am Anfang wieder. Liter.
fehlen. Oh Mann. Das ist nicht viel. So, aber das soll es dann doch für heute gewesen sein. Ich hoffe doch, es hat euch Spaß gemacht. Also nicht für heute, sondern für jetzt gewesen sein. Ich hoffe doch, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr um 14 Uhr in Saskatchewan einschalten würdet und dann um 16 Uhr ja, nochmal hier in der zweiten Folge. Und ja, ich würde mich wie gesagt freuen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.